Mein Name ist Simone Kellner, ich bin Medienpädagogin, bin momentan Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz, angestellt beim Bezirksjugendring Oberpfalz, bin da jetzt mittlerweile seit fast 5 Jahren hauptamtlich als Medienpädagogin tätig, war vorher freiberuflich als Medienpädagogin unterwegs und komme ursprünglich aus dem Hörfunkjournalismus und habe soziale Arbeit studiert. Ja, mein Baby ist Geräuschesammler, www.geräuschesammler.de, ein Audioprojekt, das man auch im Internet finden kann. Es geht darum, dass gerade Kinder in ihrer Hörwahrnehmung gefördert werden und Geräusche sammeln. Zum einen Geräusche, die es überall zu hören gibt, und zum anderen Geräusche nachstellen. Das heißt, sie überlegen sich zum Beispiel, wie klingt denn Regen und wie können wir das Geräusch von Regen gut nachmachen. Die Geräusche werden geschnitten, werden online wieder zur Verfügung gestellt unter CC-Lizenz. Das heißt, jeder, der möchte, kann sich die runterladen und für sein medienpädagogisches Projekt weiterverwenden. Ich habe momentan so den Eindruck, wenn ich Projekte mache, dass es zum einen im Bereich der Jugendlichen so ist, dass Jugendliche nicht mehr so viel Lust haben, sich Wochen vorher auf irgendwas festzulegen. Also wir machen ein großartiges Videoprojekt, eine Woche lang drehen wir einen Film, sondern es soll möglichst kurz vorher entschieden werden und es soll dann auch kurz und knackig sein in der Durchführung und was dabei rauskommt, was sie irgendwie mobil haben, was sie zeigen können, also was im Internet auf jeden Fall ist. Also CD, DVD, da kommen wir dann nicht mehr so besonders weit. Und auf der anderen Seite, im Bereich der Pädagogen oder Erwachsenen, habe ich ganz stark den Eindruck, dass da viel Angst vorherrscht, also Angst vor dem Unbekannten, dem Internet, was natürlich das Thema ist, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Und dass in die Richtung sich auf jeden Fall noch was tun muss. Ich habe den Eindruck, dass gerade in dem schulischen Sektor viel nachgefragt wird, also dass Eltern sich für ihre Schulkinder wünschen, dass in der Schule mehr passiert. Dementsprechend müsste man natürlich auch Lehrern die Möglichkeit geben, die Zeit geben, wie auch immer, sich da weiterzubilden, dass man nicht immer externe Referenten an die Schulen holen muss. Zum anderen natürlich allgemein im pädagogischen Bereich, also bei Ehren- oder Hauptamtlichen, wie auch immer, dass man die weiterbildet und dass das alles möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt, kurz, knackig, praxisnah ist. Also nicht so kompliziert, dass auch jemand, der seit Jahren vielleicht nicht mehr so viel mit Medien zu tun hat oder noch nie hatte, da guten Einstieg findet, ohne selber wieder Angst zu bekommen und dass wir damit kompetent sind, für die Jugendlichen sie zu begleiten.